Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Es heißt so ein bisschen Abschied nehmen in dieser Woche für uns von unseren Bundesligisten. Natürlich nicht für immer, sondern nur für diese Saison. Aber am Mittwoch hat es die Telekom Baskets Bonn getroffen in den Playoffs in der Basketball-Bundesliga. Heute Abend wird der 1. FC Köln sein letztes Testspiel absolvieren und dann geht es auch in die Sommerpause. Ja, und morgen steht das letzte Saisonspiel auf dem Programm für den VfL Gummersbach. Aber wir können auch noch mal Hallo sagen. Wir begrüßen nämlich den Trainer bei uns. Hallo, herzlich willkommen, Emir Kutagic. Dankeschön. Wenn wir mal auf diese Saison zurückblicken, kann man damit zufrieden sein, jetzt so am Ende auch schon vor dem letzten Spieltag Klassenerhalt geschafft, zwei Spieltage vor Schluss oder zwei Spieltage ist es ja? Ja, ich denke schon. Also wir hatten, wir sind nach der letztjährigen Saison haben wir ein bisschen gezweifelt, wie wird es denn aussehen, haben dann auch wichtige Spieler aus den vergangenen Jahren auch verloren und praktisch eine komplett neue Mannschaft zusammen gehabt. Und da wusste eigentlich keiner so recht, wie das laufen würde. Und wir hatten alle die große Hoffnung. Wir haben eben auf die Karte gesetzt, dass wir ein wenig breiter aufgestellt waren als in den Jahren zuvor. Und wir haben eben auch auf die Karte Geschlossenheit gesetzt. Und am Ende hat sich das positiv ausgewirkt. Wir haben nach einigen schwierigen Phasen in der Hinrunde wirklich in der Rückrunde eine sehr gute Saison dann gespielt und wie ich finde, zu Recht sehr früh uns von den Abstiegsplätzen entfernt, was dann auch das Ziel in dieser Saison war. Ja. Ihr habt jetzt vier Spiele in Folge nicht verloren. Warum habt ihr die Form oder eure konstante Form erst so jetzt zum Ende der Saison gefunden? Ja, gut, das war ähnlich auch in der Hinrunde. Haben wir auch kurz vor der Winterpause haben wir auch drei sehr, sehr wichtige Spiele gewonnen. Auch dort haben wir uns hervorragend präsentiert. Klar, wie vorhin gesagt, also wir sind in die Saison gestartet mit einer neuen Mannschaft und auch in der ersten sieben sind alleine vier neue Spieler gewesen, die dann zu integrieren waren das dauert, das ist ein Prozess für eine Mannschaft, bis sich Mannschaft zusammenfindet, bis die Mannschaft dann eben in der Lage ist, das Potenzial abzurufen und das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich und natürlich dann auch sicherlich waren mehrere Faktoren, die dazu beigetragen hat, dass es keine Ruhe gab, dass es war eben, wenn man ein paar Spiele verliert, kommt dann noch ein extremer Druck hoch, wo es dann alles ein wenig schwieriger wird. Umso stolzer und umso glücklicher bin ich, dass wir als Mannschaft wirklich nie auseinandergefallen sind, sondern zusammengeblieben sind, zusammen an die Arbeit geglaubt haben und am Ende sind wir dann belohnt, auf jeden Fall. Hat man auch gesehen, im letzten Spiel, da ging es gegen Hannover-Burgdorf auswärts, musste der VfL Gummersbach ran, aber man konnte relativ entspannt aufspielen, denn den Klassenerhalt, den hatte man ja schon geschafft. Entspannt können Emir Kurtagic und der VfL Gummersbach die letzten Spiele der Saison angehen. Gegen Hannover-Burgdorf am vergangenen Wochenende zeigt der VfL eine solide Leistung und ist auf dem Weg zum 12. Sieg in dieser Saison. Am Ende reicht es zwar nur zu einem Unentschieden, trotzdem bleibt der VfL zum 5. Mal in Serie unbesiegt. Das war in dieser Saison auch schon anders. In der Hinrunde gibt es mehr Grund zum Ärgern als zum Feiern. Besonders in der neuen Schwalbe-Arena haben die Oberbergischen große Probleme. Bei der 21:25 Hinspielniederlage gegen Hannover Ende November warten die Gummersbacher weiter auf den dritten Heimsieg. Nur gegen die Absteiger aus Eisenach und Emstetten konnte bis dahin zu Hause gewonnen werden. Besonders bei der Chancenverwertung hat der VfL in dieser Phase der Saison große Probleme. Ich meine, wir sind ja frei durch im Gegenstoß oder im Durchbruch. Und treffen dann halt nicht ausreichend. Das ist relativ einfach, weil wir vorne die hundertprozentigen Chancen nicht reinmachen. Das wird zum Glück besser. In der zweiten Saisonhälfte können die Oberbergischen deutlich häufiger jubeln. Gegen Minden gelingt vier Spieltage vor Schluss ein ganz wichtiger Sieg für den Klassenerhalt. Der VfL zeigt beim 33:25 über 60 Minuten eines der besten Spiele der Saison in eigener Halle. Und ich glaube, es war nicht nur Belohnung für uns, sondern auch für die Fans, für ja, die nicht ganz so guten Heimspiele in der Vergangenheit. Von daher ist die Freude heute groß. Aber zu früh freuen will sich in Gummersbach noch keiner. Auch wenn die gezeigte Leistung auf jeden Fall erstligatauglich ist. Wir sind mit Sicherheit in einer ganz guten Position, aber wir wissen aus dem letzten Jahr, solange es rechnerisch noch möglich ist, sollten wir uns da nicht zu früh freuen. Ein Ende hat das Rechnen dann vor knapp zwei Wochen. Der VfL gewinnt auch gegen Frisch auf Göppingen.
Das bedeutet, in der Schwalbe Arena gibt es auch in der kommenden Saison Bundesliga Handball zu sehen. Wir freuen uns wie kleine Kinder, dass wir endlich es geschafft haben. Und das haben sie sich auch verdient. Denn dank der starken Rückrunde mit einem zeitweise überragenden Torhüter Carsten Lichtlein kann der VfL sich frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Jetzt ist das Ding auch rein theoretisch durch und es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass der VfL in Hannover am Sonntag am Ende einen 2-Tore-Vorsprung in den letzten Minuten noch aus der Hand gibt. Ein Unentschieden also im letzten Auswärtsspiel der Saison. Wir können mal drauf schauen, was das bedeutet. In der Tabelle, da sehen wir vor allem die Mannschaften, die hinter Gummersbach stehen. Und zwischen dem 12., zwischen Gummersbach und dem 16., zwischen Balingen, da ist doch schon ein gehöriger Abstand. Balingen ja mittlerweile schon abgestiegen. Der Bergische HC hat sich auch noch gerettet. Platz 12, das kann sich sehen lassen. Allerdings, wenn wir auf eine andere Tabelle schauen, dann sehen wir in der Heimtabelle, seid ihr nur 14. geworden. Warum hat das so lange gedauert, dass ihr euch an eure neue Halle, an die Schwalbe Arena gewöhnt habt? Ja, ich denke, wenn man auch in der Vergangenheit ein wenig schaut bei Vereinen, die in ähnliche Situation waren wie wir, hat es eigentlich immer ein wenig gedauert, bis eine Mannschaft sich dann heimisch fühlt, denke ich. Und sicherlich auch waren die Erwartungen in diesem Jahr sehr hoch und man hat gedacht, okay, wir haben eine super Halle und deutlich mehr Zuschauer als in den Jahren zuvor und man hat sich immer ein wenig unter Druck gesetzt, jetzt besonders gut was zu machen oder das war halt ein besonderer Druck und ich denke, dass Mannschaften eben diese Phase einfach überstehen müssen. Das haben wir zum Glück getan und zum Glück noch in dieser Saison noch ein paar gute Spiele in Gummersbach abgeliefert haben. Und ich denke, so langsam fühlt man das und spürt auch bei der Mannschaft, dass wir uns deutlich wohler fühlen als noch zum Beginn der Saison, wo natürlich auch die Ergebnisse jetzt ein wenig positiver für uns sind und dann fällt es auch sicherlich ein bisschen leichter. Aber ich denke, das ist ein Prozess, was Vereine oder Mannschaften auch durchgehen und zum Glück haben wir es noch rechtzeitig geschafft. Ja, und es steht ja noch ein Heimspiel aus, ein relativ wichtiges sogar, da wird fast sogar mit die Meisterschaft entschieden. Wir wollen aber über was anderes sprechen. Nach schlechten Spielen habe ich ein paar Zitate von dir gelesen. Noch im März bei einer Heimpleite gegen Melsungen hast du gesagt, wir haben uns angestellt wie eine Schülermannschaft und uns mal wieder den Schneid abkaufen lassen. Machst du das bewusst, dass du so markige Worte wählst? Ja gut, das war, glaube ich, einmal in der Saison, wo ich ein wenig enttäuscht war, weil wir wirklich uns sehr viel für dieses Spiel vorgenommen hatten und uns dann gerade, also vor allem auch, wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben das Spiel komplett im Griff gehabt und sind dann wieder an ähnlichen Problemen oder aus ähnlichen Gründen auch in diesem Spiel gescheitert. Und das war ein Moment, wo es dann für mich auch ein wenig einfach schlecht war, wo ich sage, oh mein Gott, wir scheitern immer wieder an den gleichen Sachen. Aber normalerweise ist das nicht so, dass ich bin nicht der Typ, der die Mannschaft in der Öffentlichkeit in Kritik nimmt, sondern ich versuche, dass wir da auch die Mannschaft davon schonen. Ja, aber dann eher sind solche Aussagen, wenn dann intern mit der Mannschaft kommen die zum Zuge, aber jetzt, das war ein Kollege, glaube ich, von Ihnen, von Express, der das zitiert hat, aber gut, ist so, passiert. Wie machst du das selber? Wie gehst du selber mit Kritik um? Da gab es ja auch in dieser Saison relativ viel. Du bist, als du damals den Cheftrainerposten übernommen hast in Gummersbach, als jüngster Trainer in die Handball-Bundesliga gekommen. Musstest du da auch so ein bisschen was lernen oder wie gehst du daran? Ach, man lernt immer. sicherlich ist Kritik ein großer Bestandteil des Sports allgemein, ob jetzt Fußball, Basketball, Handball. Und ich denke, bei Traditionsvereinen, wie VfL das ist, ist das vielleicht noch ein bisschen extremer. Und ich denke, das ist, sage ich, für mich eine super Ausbildung oder eine Schule, die man dann durchläuft. Und besonders diese extreme Seiten, die man bei solchen Vereinen dann erlebt, sind etwas, was einem wahrscheinlich fürs Leben was bringen werden. Es fällt nicht leicht, das einfach zu akzeptieren, vor allem wenn man überzeugt ist, dass das, was man macht, ist gut und das sollte eigentlich funktionieren. Aber das
manchmal funktioniert es nicht und dann bekommt man als Trainer natürlich, weil man dafür verantwortlich ist, auch das meiste ab. Aber ich denke, man darf einfach nicht aufhören, an sich zu glauben. Man darf nicht aufhören zu arbeiten und man darf nicht aufhören eben oder man darf sich nicht verstecken, sondern man muss einfach da durch und positiv versuchen zu bleiben und Kritik gehört zum Sport, das muss man einfach akzeptieren. Ja, also wollen wir hoffen, dass in der neuen Saison es nicht so viel Kritik oder nicht so viel Anlass zur Kritik gibt. Es geht natürlich gleich bei uns um die Planungen für die neue Saison beim VfL Gummersbach, aber natürlich auch um das letzte Saisonheimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Herzlich willkommen zurück. Bei uns geht es immer noch um den VfL Gummersbach. Die haben am Wochenende das letzte Heimspiel vor der Brust. Und zwar ist es auch das letzte Saisonspiel. Und da wird die Meisterschaft entschieden. Der Gegner kann Meister werden, muss aber gewinnen dafür in Gummersbach. Und der Trainer ist bei uns, Emir Gutagic, immer noch. Wir sprechen aber erst natürlich über deine Mannschaft. Ihr habt zu Beginn der Saison Quentin Maillet verloren, Adrian Pfahl. Zwei Stützen, absolute Stützen des Teams. Die Menschen, die die meisten Tore erzielt haben bei euch in der Mannschaft. Aber ihr habt auch so Persönlichkeiten wie Carsten Lichtlein dazu bekommen. Welche Rolle hat er in dieser Saison bei dir im Kader gespielt? Ja, definitiv eine Riesenrolle. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler, der jahrelang in der Bundesliga sehr gute Leistungen bringt. Und im Endeffekt war das auch im letzten Jahr ein wenig unsere Achillesferse. Wir hatten Probleme mit der Abwehr und Torwartleistung und hatten auch in den wichtigen Spielen einige Spiele auch aufgrund dieser Leistung auch verloren. Aber Lüthi einfach als Persönlichkeit in diesem Jahr hat der Mannschaft die Sicherheit gegeben, hat auch natürlich nach dem Wechsel ein wenig Zeit gebraucht, bis er sich auch in Gummersbach wohlfühlt und im Endeffekt dann aber zum Glück relativ früh uns dann diese Sicherheit geben konnte, die wir uns auch von ihm versprochen haben. Und er wird natürlich in der kommenden Saison auch mit dabei sein. Und es gibt ein bisschen mehr Planungssicherheit beim VfL Gummersbach als in den letzten Jahren. Denn man hat in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer, langer Zeit die Lizenz fast ohne Auflagen bekommen. Da sind viele Schritte erforderlich gewesen. Wir haben erstmal den Kostenfaktor massiv abgesenkt. Wir geben fast siebenstellig weniger Geld aus, was auch dringend erforderlich war, weil hier schon einige Dinge aus dem Ruder gelaufen waren vielleicht. Oder vielleicht war es früher auch einfach teurer. Nur wir haben halt geschaut, wie viel Geld nehmen wir ein, wie viel Geld geben wir aus. Wir haben bei den Spielerverpflichtungen natürlich auch darauf geachtet, dass wir ein bestimmtes Limit nicht überschreiten, was ja ganz normal auch sein müsste. Und wir haben eine Wirtschaft hier vor Ort, einen Sponsorenpool vor Ort, die sich für die Region bekennen. Und der wichtigste Schritt war natürlich, dass sich die drei Partner Schwalbe, die Firma Fercher und Schmidt und Clemens sich für den Hauptsponsor entschieden haben und somit uns das Fundament gegeben haben. Und wir haben viele, viele Bausteine uns erarbeitet, dass wir unseren Etat so aufbauen, dass er funktioniert. Und ich mache mir für den VfL Gummersbach für die nächsten Jahre keine Sorgen. Wenn wir im operativ ausgeglichen arbeiten, das werden wir tun. Und jetzt sind wir dabei, die Halle zu vermarkten, dass wir auch den nächsten Schritt nach vorne gehen können und uns weiterentwickeln können. Weil die Entwicklung fängt jetzt an. Und ich kann alle Gummersbacher Firmen nur einladen, diesen positiven Weg einzuschlagen. Auch das Image des VfL in Deutschland, in der Handballwelt, kann man sagen, ist wieder deutlich nach oben gegangen. Man sieht uns wieder mit anderen Augen. Das freut mich unwahrscheinlich, sowohl für das Umfeld, insbesondere aber für den Beirat, aber auch für uns als Geschäftsführung. Und Frank Flatten kann ein bisschen früher anfangen zu planen als im letzten Jahr. Da war es ja sehr spannend und hat letztendlich nur dank der Schützenhilfe vom THW Kiel funktioniert, dass ihr überhaupt drin geblieben seid. Jetzt habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben, eine Neuausrichtung für die neue Saison mit mehr deutschen Spielern, mit mehr jungen deutschen Spielern. Das haben viele vor euch auch schon getan. Das hat aber auch bei vielen nicht funktioniert am Ende. Also nicht, dass es nicht funktioniert hätte, dass die deutschen Spieler nicht gut genug gewesen wären, aber dass im Endeffekt dann doch Ausländer gespielt haben oder andere erfahrenere Spieler. Ist das realistisch für den VfL Gummersbach? Ich denke schon. Ich denke, dass wir eben die Mannschaft so zusammengestellt haben, dass wir definitiv auch an diese Jungs einfach glauben müssen. Und diese Jungs müssen in der kommenden Saison Leistung bringen, ansonsten wird es schwer für uns. Und wir haben das bewusst gemacht, wir haben das so entschieden in mehreren Sitzungen. Und eben sind wir auch aber der Überzeugung, dass diese Jungs eben das Potenzial haben, auch sich relativ schnell an die Bundesliga zu gewöhnen und auch in der Bundesliga die Leistung bringen, die wir benötigen werden, auch in den kommenden Jahren eben
in dem Spitzenhandball in Gummersbach zu sehen. Jetzt gibt es erstmal am Wochenende auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft zu sehen in Gummersbach. Das sind noch die Rhein-Neckar-Löwen, die zu Gast kommen. Goran Stojanovic ist dabei, lange Torwart gewesen beim VfL Gummersbach. Man hat das Hinspiel mit 22:36 verloren. Da ist also auch noch eine Rechnung offen. Und die Rhein-Neckar-Löwen sind punktgleich an der Tabellenspitze mit Kiel. Nur 7 Tore besser. Besser geht es gar nicht fürs letzte Saisonspiel, oder? Ja, ich denke, es ist schon interessant, dass wir am letzten Spieltag doch um etwas kämpfen. Aber in erster Linie kämpfen wir für uns. Wir kämpfen, um einfach nochmal den positiven Eindruck der letzten Woche nochmal zu bestätigen gegen eine Spitzenmannschaft. Wir wollen nicht die Bösen im Meisterschaftsendspiel sein. Das heißt, wir werden erstmal versuchen, alles Mögliche dran setzen, dass wir dieses Spiel positiv für uns gestalten, dass wir einen vernünftigen Abschied haben. Aber sicherlich ist Rhein-Neckar-Löwen eine Spitzenmannschaft, die sich auch viel vornimmt fürs Wochenende und die können deutscher Meister werden. Ich denke, dass zwei hochmotivierte Mannschaften aufeinandertreffen werden. Am Ende werden wir sehen, wie es ausgeht. Morgen um 16 Uhr geht's los. Wir wünschen viel Erfolg, bedanken uns für den Besuch hier heute bei uns. Dimitar Kurtagic. Und liebe Zuschauer, wir haben schon von dem einen Torwart gesprochen, der Rhein-Neckar-Löwen, der Torwart vom VfL Gummersbach, der fällt leider aus. Carsten Lichtlein hat sich verletzt mit einem Hexenschuss. Aber das Spiel, das Ergebnis, das können Sie vorher natürlich schon erfahren. Das Spiel, die Bilder dazu gibt es am Montag hier bei uns in Rheinsport ab 18:30 Uhr. Jetzt ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und tschüss.